Boah, war das langweilig in den letzten Tagen an der Wall Street. Der einzige Aufreger waren die massiven Bewegungen von Schrottaktien wie AMC Entertainment. Aber gut, das ist Zockerei, Spielerei. Das ist nicht wirklich ernst zu nehmen, wenn man sich da mal die Volumina anschaut, um die es geht, also was da faktisch an Marktkapitalisierung im Spiel ist, dann ist das natürlich im Vergleich zu einer Apple immer noch Peanuts, das kann man getrost vergessen. Wenn Apple mal 1,5% fällt, dann wird da mehr vernichtet als die Marktkapitalisierung von AMC und anderen zusammen. Also das ist in Relation zu sehen, aber es ist natürlich aufregend, es ist eine neue Generation, die Spaß hat hier am Zocken und die sich dann eine Ideologie strickt und an diese Ideologie unbedingt glauben will, und dann wird eingeteilt in Gut und Böse, und dann gibt es die bösen Hedgefonds, die shorten teilweise ungedeckte eben diese Aktien. Diese Praxis kann man durchaus kritisieren, aber das sind die Bösen und man ist selber der Gute, und das ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Es sind Newbies an der Börse, meistens Leute, die wenig Erfahrung haben und dann aber meinen, sie sind super schlau und viel schlauer als alle anderen. Wolfgang Müller von Finanzmarktwelt hat heute einen Artikel geschrieben und dann wird da teilweise kommentiert, ja, der habe doch keine Ahnung. Und ich sagte dann, der Wolfgang, der war schon Jahre an der Börse, da hast du noch nicht mal in die Windel geschissen. So sieht's aus, der kennt sich wirklich aus. Aber egal, schauen wir uns das Geschehen mal an. Dass heute etwas passiert, dass irgendwann etwas passieren muss nach dieser Ruhe, das war eigentlich klar. Hier sehen wir mal, die letzten 5 Handelstage war die größte Kursbewegung 0,1% von Kasseröffnung zu Schlusskurs. Das ist ein Durchschnitt von 0,12%, den wir an den letzten 5 Handelstagen gesehen haben. Das ist der niedrigste Wert seit März 2018, also seit gut 3 Jahren. Es bewegte sich kaum etwas, das Volumen war gering, aber so ein bisschen hat sich schon angedeutet, dass da unter der Oberfläche etwas passieren könnte, nämlich wir haben gesehen, dass der Breadth, also die Marktbreite, abgenommen hat. Wir sehen hier, dass immer weniger Aktien letztendlich hier über ihrer 200-Tages-Linie gehandelt haben. Wir hatten im Hochpunkt ja so 94%, 95%, dann zuletzt ist diese Zahl doch ein bisschen zurückgegangen. Man sah also intern so ein bisschen Schwäche und auch die Geldströme sind ein bisschen abgeebbt. Wir sehen ja, hier ist alles reingegangen in die Aktienmärkte, speziell seit Anfang November, als diese Impfstoffmeldung kam. Da rumste es, da floss Kapital in die Aktienmärkte wie nie. Aber jetzt sehen wir einen leichten Rückgang dieser Flows. Also man zieht ein bisschen ab, das Kapital, und das liegt vielleicht daran, dass die Investoren sich Sorgen machen, Mensch, was passiert denn, wenn die Inflation zu weit ansteigt? Dann haben wir vielleicht ein Thema, dann muss die Fed auf die Bremse treten. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Ich hatte den Skew in letzter Zeit einmal ins Spiel gebracht oder zweimal genauer gesagt. Also die Kosten für Absicherungen gegen herbe Kursverluste, die sind sehr, sehr deutlich gestiegen auf einem der höchsten Stände der letzten Jahre. Und da haben offenkundig einige das Bedürfnis gehabt, sich abzusichern und dann ein bisschen Exposure vom Tisch zu nehmen. Hier, diese Grafik hatte ich heute Morgen gezeigt. Auf der oberen Seite der Dollarindex, auf der unteren Seite der S&P 500. Und wir sehen, eigentlich ist dieser S&P 500, also der Leitindex der Welt, aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen. Und der Dollarindex war aus seinem Abwärtstrend ausgebrochen, mit so Kerzchen, mit so Dochten, und dann wieder zurückgekommen. Aber heute ist dieser Ausbruch gelungen, der Dollar mega stark. Wir sehen einen starken Anstieg der US-Renditen, und das ist nicht so das super Rezepte für die Aktienmärkte, insbesondere für die Tech-Märkte nicht. Der Dow Jones ist relativ stark, weil Finanzwerte davon profitieren, Goldman Sachs mit neuem Allzeithoch etc. Also ist immer die Frage, auf welchen Index man guckt. Und dann nochmal eine Erholung der Aktienmärkte, nachdem die Washington Post gemeldet hatte, ja, Biden könnte mit einer Kapitalertragssteuer von 15% zufrieden sein, wenn die US-Republikaner ihm in Sachen Infrastruktur ein bisschen entgegenkommen. Also er will einen Deal machen mit den Republikanern. Das hat den Aktienmärkten geholfen. Hier sehen Sie unten Herren mit Ronald Reagan, die sich kaputt lachen über die Anhebung von Kapitalertragssteuern. Also das ein dauerhafter Running Gag sozusagen. Aber Biden will etwas damit erreichen, nämlich diese Infrastruktur durchkriegen. Und das ist in den USA auch wirklich nötig angesichts der Struktur, der Infrastruktur, die teilweise Jahrzehnte alt ist, fast schon Jahrhunderte alt ist. Nicht ganz Jahrhunderte, aber das ist schon in einem miserablen Zustand. Aber heute der Aufreger zwischenzeitlich. Viele von Ihnen haben ja Feiertag.
Auch in Österreich, jemand hat immer wieder darauf hingewiesen, ja, nicht nur Nordrhein-Westfalen, Bayern und so weiter, sondern auch wir in Österreich. Ja, liebe Österreicher, auch ihr hattet Feiertag. Es sei gegönnt, wir in Hamburg nicht, ja, die Protestanten, die haben einfach irgendwie Geld, die arbeiten ständig und was bringt's, BIP pro Kopf trotzdem niedriger, nein, vielleicht doch einmal irgendwie da mehr Feiertage machen und weniger protestantisch sein, das wäre jetzt meine Idee, ne? Aber gut, hört ja keiner drauf. Jedenfalls AMC war heute der Aufreger. Wir sehen den 5. Handelstag in Folge und das zeigt auch, was mit den anderen Aktien, was insgesamt los war an den Märkten, nämlich sehr wenig, dass wir AMC heute Entertainment als die Aktie mit dem größten Volumen sehen und zwar wieder massiv mit dem größten Volumen, mehr als doppelt so viel Umsatz wie Tesla. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich in den letzten Jahren nur folgende Werte eigentlich an Nummer 1 standen. Tesla, Apple oder der Spider, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. GME, also GameStop, war einmal im Januar umsatzstärkste Aktie, aber nur ein einziges Mal. So wie es aussieht, wird jetzt AMC Entertainment das 5. Mal das Ganze schaffen. Die Aktie heute dann schwer unter Druck, weil das Management gesagt hat, okay, wir werden jetzt ein paar Aktien verkaufen, nämlich 11,5 Millionen. Und das verwässert natürlich die bisherigen Anteile, ist aus Sicht des Unternehmens richtig, man stärkt dadurch seine Kapitalbasis, kann den Überlebenskampf aufnehmen und darum geht es, ja, also da geht es nicht darum, dass dieses Unternehmen mal eine wirklich strahlende Zukunft hätte, sondern dass es überhaupt überlebt, man blicke auf die Anleihekurse. Hier schreibt zum Beispiel Patrick Comac und da ist er vielleicht nicht ganz verkehrt, das ist keine Meme-Stock-Rally, sondern das ist ein orchestrierter Theft, Betrug, wie er schreibt, das ist natürlich schon hart, aber er sagt, das alles passiert zusammen mit Banken. Die pushen den Kurs nach oben und die SEC schaute zu und jetzt ist bekannt geworden, dass bei diesem Verkauf der eigenen Aktien, nämlich 11,5 Millionen, B. Reilly und Citigroup engagierte wurden und da sollen Kunden mit Cold Calls angerufen werden, also ohne dass da unbedingt eine Geschäftsbeziehung besteht und man bekommt dann Provision von 2,5%, wenn man die Aktien andienen kann. Also das ist alles schon mit einem Geschmäckle mindestens versehen und hier stricken sich einige ganz tolle Ideologien, wir die Guten, da die Bösen. Faktisch laufen da so viele andere Sachen. Ich hatte gestern gesagt, da ist viel über Darkpools oder heute Morgen was, da wird viel Volumen über Darkpools abgewickelt. Da ist sozusagen wirklich schwer zu durchschauen, was da läuft. Und das sind teilweise Neulinge an der Börse, die jetzt meinen, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Respekt für dieses Selbstbewusstsein. Aber die Erfahrung lehrt, die Sachen sind in der Realität bisschen was schwieriger. Aber gucken wir mal, wenn AMC es schaffen würde, jetzt zu $60 die Aktien zu platzieren. Derzeit der Kurs ja drunter, extreme Schwankungsintensität rauf auf, glaube ich, 75, 76 im Hoch, dann runter auf 38, das sind Schwankungen. Jedenfalls bei $60, und da waren wir heute sogar schon drüber, da würde man knapp 700 Millionen aufnehmen an Kapital. Am Jahresanfang war das praktisch das Unternehmen nur $302 Millionen wert, also die Hälfte. Das zeigt, dass da offenkundig die extrem hochbegabten Privatinvestoren letztendlich das Schlachtvieh sind, das dann das Kapital verschaffen soll. Das in Kombination mit dieser Geschichte mit den Banken, das scheint mir relativ eindeutig. Und dann sehen wir hier solche Durchhalterufe, ja, verkauft nicht, ja, sie wollen nur euch verwirren. Also das ist schon Comedy vom Feinsten teilweise. Aber wie gesagt, die sind also völlig überzeugt davon. Das ist so ein bisschen, naja, ein religiöser Impetus, kann man sagen. Wenn es sonst an Sinnstiftung fehlt, dann holt man sich's eben darüber. Aber kommen wir zum Ernst der Lage, nämlich zu den US-Konjunkturdaten. Wir hatten heute ADP-Arbeitsmarktbericht, deutlich besser als erwartet. Morgen ja die großen Arbeitsmarktdaten, auf die Märkte, die Non-Farm Payrolls, die Märkte im Grunde schon so lange warten. Erwartung 600.000 und ein paar zerquetschte sind fast 1 Million geworden. Dann hatten wir heute die Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und wir sehen diesen konstanten Abwärtstrend bei diesen Jobless Claims. Also der Arbeitsmarkt erholt sich. Und war es nicht die Fed, die gesagt hat, der Arbeitsmarkt ist so schwach, wir können leider nicht die Geldpolitik ändern. Jetzt fehlt so ein bisschen langsam die letzte Ausrede. Wenn die Daten morgen gut werden, dann muss etwas passieren. Die Fed hat ja im Grunde schon so mit dem Tapering begonnen. Mit Corporate Bonds, alles in Mini-Volumen, eher symbolisch, aber es war der erste Schritt in diese Richtung. Dann hatten wir den ISM-Dienstleistungsindex und wir sehen hier die Preiskomponente über 80 gestiegen. Das ist ein Allzeithoch der
Wert von 64 beim ISM Dienstleistung war auch ein neues Allzeithoch, aber vor allem die Preise schießen hoch ohne Ende. Also da wird sich die Fed was einfallen lassen müssen, zumal die Mieten massiv steigen. Hier sehen wir mal die Preisentwicklung in Großstädten, in Millionenstädten, 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, 8 Millionen. Und wir sehen, je größer die Städte sind, umso stärker steigen die Mieten an, und zwar sehr, sehr deutlich an. Und die Mieten, da kann man sich nicht mehr rausreden, denn die sind Teil der Kerninflation zu 42%, also fast die Hälfte. Also das dürfte dann eine lustige Zahl werden, die wir dann bald sehen werden. Ich glaube, in der nächsten Woche kommen eben die Inflationsdaten aus den USA. Insgesamt, wenn wir uns jetzt mal das Verhältnis Miete zu Kaufpreise anschauen, dann sind wir jetzt extremer aufgestellt als auf dem Hochpunkt der US-Immobilienblase. Gratulation! Und gleichzeitig steigen die weltweiten Food Prices, also die Lebensmittelpreise, in einem Tempo wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Und wir wissen, steigende Lebensmittelpreise lösen oft Unruhen aus, gerade in ärmeren Gegenden, Revolutionen etc. Das folgte meist dann, wenn solche Dinge eben ein bisschen aus dem Ruder laufen. Aber die Fed guckt ein bisschen zu, und jetzt hat sich der ehemalige New York Fed-Chef Bill Dudley geäußert und hat gesagt, ja, also wahrscheinlich wird die Fed, so wie sie ihr Mantra aufgestellt hat, zu spät handeln, denn egal was die Preise machen, das dürfte doch vielleicht ein bisschen schwieriger werden in Sachen Inflation. Aber die Fed hat sich halt gesagt, okay, wir wollen erstmal die Wirtschaft schützen, den Arbeitsmarkt stützen und riskieren vielleicht da das eine oder andere Bläschen. Inzwischen hat man sozusagen eine einzige Blase am Markt, ja. Aber okay, die können wir dann geordnet zurückführen. So die Hoffnung, naja, viel Erfolg bei dieser Hoffnung. Aber das ist eben jetzt das Thema, auf das die Märkte starren morgen mit den US-Arbeitsmarktdaten. Da wird es nochmal richtig heiß. Insgesamt aber schön, dass mal wieder was passiert, wenn Sie, wie ich, sich hier zweimal mit müdesten Knochen vor die Kamera stellen und irgendwie wieder etwas berichten, was, naja, sich da getan hat, nämlich so relativ wenig, dann ist das, naja, mäßig erfreulich. Deswegen bin ich ganz dankbar, wenn etwas passiert, wenn ein bisschen Action ist, so wie heute. Jetzt wünsche ich Ihnen, auch in Österreich, einen wunderbaren Feiertag. Servus und ciao.